Dann machen wir hier Steuerung 2. Ich speichere nochmal schnell. Wie gesagt, das mit dieser Abschmierer-Ritze, das ist Spielstand echt gespeichert. ätzend. Und dann machen wir dich mal platt. Okay. Bin gerade am Überlegen, was das nächste sinnvolle Vorgehen wäre. Ich meine, wir haben jetzt einen Spielstand Soldaten gespeichert. verloren. Das finde ich nicht so Neue toll. Einheiten sind bereit. Würden wir mal dahin gehen. So. Dahin, genau. Und dann würden wir den Marktplatz zerstören. Und die Kirche. Und diesen Gefechtsturm. Super. Und das ist das, was ich halt immer ätzend finde, dass der immer neue Gefechtstürme dahinsetzt. Okay, das wäre der nächste Gefechtsturm, den wir platt machen. Ich hoffe, wir machen den platt. Super. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall sagen, Haus auf Wiedersehen. Haus auf Wiedersehen. Soldaten sind ausgebildet. Und Haus auf Wiedersehen. So, was mit dem Haus? Und genau, dann ist das Haus dran. So, dann würde ich hier runtergehen. Okay, und dann würde ich mal wieder eine kleine Pause einlegen. Was wir jetzt halt machen können, ist, wir können jetzt sagen mit dir, also A, nimm mal die drei Soldaten mit, die es da gibt. Wir speichern mal wieder. Gesichert. So, da setzt er gerade nicht nochmal einen Turm hin. Das Ding verfällt wahrscheinlich auch bald. Weil halt kein Einzugsgebiet und so. Und dann. Gut, würde ich mit dir eigentlich mal hier hinfahren wollen. So, und mich würde mal interessieren, wo die 9 Grad ist. So, bist du da unten angekommen? Ja, bist du. Dann würde ich mal 10 Werkzeug, 10 Stein und 10 Holz mitnehmen. Von mir aus auch 30, 30, 30. So, und dann düsen wir nach hier oben.
Obwohl, eigentlich... Neue Einheiten sind bereit. Düsen wir nach da. Weil dann können wir quasi 3 weitere Einheiten ausladen. Und da habe ich ja noch 3, ne? So, dann wären wir da bei 6. Und dann können wir... Okay, der ist auch weg. Dann könnten wir den Gefechtsturm bekämpfen und von da aus die Stadt ein bisschen ausräumen oder ausradieren. So. Apropos neue Einheiten, ich denke, wir müssen schon noch ein paar bauen. So, 1, 2, 3. Dann ist aber hoffentlich bald gut. So, und jetzt würde ich ganz gerne mal mit dir dahin gehen. Und schauen, ob ich den Kontor übernehmen kann. Oder geht es erst, wenn alle Marktplätze demoliert sind? Irgendwie so war das doch, ne? Nee, okay, geht noch nicht. Gut, dann würde ich mal mit dir vielleicht mal unten lang gehen. So, dann geht ihr mal dahin. Soldaten sind ausgebildet. So, dann könnt ihr auch mal dahin gehen. So, die machen jetzt halt ein bisschen Umwege, weil ich einfach auf der sicheren Seite sein will. Und dann müsste ich ja von da oben die beiden Marktplätze auch platt machen können. Das ist jetzt einfach nur fürs Experiment. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass ich auch die Geschütztürme erstmal töten muss. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das weiß ich doch alles. Ich finde es so witzig. Da bist du, Seagull. Okay. Weißt du was, Seagull? Du fährst jetzt mal hier hin. So. Okay. Dann haben wir dich. Und dann würde ich mal hier sagen, mach mal den Baum hier platt. Okay, dann machen wir den Baum platt. Übrigens würde ich ganz gerne wieder speichern. Gesichert. Und speichern. Sage mal, Jungs, wie bescheuert seid ihr eigentlich? So, du sollst den Baum hier angreifen. Genau, dann sollst du den Baum angreifen. Und den Baum angreifen. Eine Einheit wurde ausgebildet. So. Und dann kannst du mit denen hier nochmal dich vereinheimen, einheitlichen, versammeln, genau. Du bist weg.
So. Und dann gehst du darüber. Genau, und dann kommen hier von oben die Marktplätze platt machen. Also erstmal, so, machen wir erstmal die Mauer weg. Dann machen wir die Bäume weg. Und dann stellen wir uns mal dahin. Und sagen... Tschüss Häuschen. Tschüss Häuschen. Dann stellen wir uns dahin und sagen... Tschüss Marktplatz. Okay, und jetzt will ich wissen, ich kann immer noch nicht. Okay. Dann glauben wir das jetzt einfach mal. Und jetzt wählt er wieder das Schiff aus. Das finde ich so super ätzend. Ich versuche, die Truppen auszuwählen und er wählt das Schiff. So. Genau. Wunderbar, dann gehen wir wieder ein Stück hoch. Neue Einheiten sind bereit. Und schau mal, dass wir hier die Hütte platt machen. Genau, und dann den da vielleicht. Den da vielleicht. So. Dann würde ich dahin gehen. Nicht zu nah an den einen Turm und dann angreifen. So. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Du kannst immer noch nicht aufbauen. Und dann würden wir den angreifen. So, stopp. Bildet eine Linie. Bildet eine So-Linie. Genau. So, und ihr beiden, du greifst mal den da an. Und du greifst auch mal den da an. So, genau. Und jetzt könnt ihr nämlich gemeinsam formatierend auf den Dinger dazu laufen. Du kannst immer noch nicht erobern. Wunderbar. So, wie schaut's jetzt aus? Schiffchen? Nee, kannst auch noch kein Konto bauen. So, was du jetzt eigentlich aber... Okay, dich wollte ich reparieren, übrigens. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. So, dich wollte ich reparieren und bei euch wollte ich sagen, bitte, bitte und bitte. Neue Soldaten sind verfügbar. Und dich dann bitte auch noch. So, und das müsste dann eigentlich schon reichen. Das müsste dann eigentlich schon reichen. Ach. Das war jetzt ja wieder super dämlich. So. Und ihr vier, ihr könnt eigentlich auf den Wachturm gehen. Na, schafft ihr den noch? Ein Triumph. Wunderbar.
ausgezeichnet. Und dann haben wir endlich diese bescheuerte, dämliche Mission geschafft. Wie viele Soldaten habe ich eigentlich verloren? 1600 Zufriedenheit. Geld haben wir ein bisschen was bekommen. Besiedelte Inseln 5. Besiegt Soldaten 38. Gefallen 41. Versenkt 13. Gesunken so und so viele. Besiegte Gegner einen. Und Missionsbonus 100%. So, 19.000 Punkte. Und der Blaue, der hat Schiffe versenkt 8 und gesunken sind bei ihm 5. Der hatte nur 5 Schiffe. Okay. Wie viel hatte ich eigentlich? Das steht da nicht, oder? Nö, steht nicht. Gut. Dann können wir uns schon mal angucken, was als nächste Mission kommt. Konkurrenzdruck. Nach vielen überstandenen Abenteuern habt ihr nun die Herrschaft über eine glückliche und wirtschaftlich starke Kolonie. Euer Erfolg ist in aller Munde und hat bereits erste Konkurrenten angezogen. Doch euch gehört der alleinige Anspruch auf die gesamte Inselwelt. Verteidigt euren Besitz und vertreibt eure Gegner. Gut, da müssen wir dann halt überlegen, wie wir das dann machen und bewerkstelligen. Das allerdings erst in der nächsten Aufnahmesitzung. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.